So, hey ho, ich bin's wieder. Zum nächsten, zweiten Blog. Huhu, von Erlebensreiseführer. Ja, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber boah, manchmal komme ich mir vor, als ob ich irgendwo in eine Waschmaschine eingestiegen bin und rolle. Das ist so echt krass. Ja, wer kommt denn da? Da kommt heute noch jemand ins Bild. Besuch. Von nebenan. Nee, natürlich aus meinem Hause das kleine Hauskätzchen. Ja, also die Waschmaschine, die Trommel steht manchmal irgendwie, denke ich, so gar nicht still. Das ist ja so eine richtig tolle, herausfordernde Zeit und zum ersten Mal mache ich ja ein Video abends, ne? Das ist ja auch ganz eigenartig, ist mir auch komisch. Und dass ich jetzt also hier sitze, normalerweise stehe ich immer und so. Ich finde das irgendwie besser mit dem Stehen, keine Ahnung. Aber es muss ja einfach mir irgendwie alles ausprobiert werden. Ihr habt ja vom gestrigen Vlog schon mitbekommen, boah, voll Crash und wie komme ich da wieder raus? Und Heureka, das ist wieder echt genau, das ist der Punkt, welche Entscheidungen triffst du? Diese Kraft der Entscheidung, die ist. Ja, immens wichtig, wenn nicht das wichtigste Tool, das du beherrschen könntest, solltest, wolltest, möchtest. Kannst du natürlich sehen, wie du willst. Jedoch habe ich jetzt seit dieser krassen Entscheidung, vielleicht kannst du dich erinnern, habe ich wirklich, dreht sich energetisch sofort alles. Es ist, wie du mich ja vielleicht schon kennst oder gehört hast, ist für meine Begriffe alles Energie. Ja, es gibt nichts, was nicht Energie ist. Und wenn wir das endlich mal nutzen würden und nicht gegen uns verwenden, wäre das eine richtig coole Sache. So, das ist das, worauf ich die Leute aufmerksam mache, ja, dass sie da bewusster sind. Hey, weißt du, was du damit tust, ja, und wie mächtig du eigentlich bist? Ja, die meisten Menschen manövrieren sich da irgendwie ins Aus oder sonst irgendwo hin, weil sie ihre Macht oft gegen sich wenden. Ohne dass sie es wissen. Und die Kraft der Entscheidung ist schon konkret am wichtigsten. Das sehe ich auch immer wieder an meiner Arbeit, in allem. Die Leute sagen, okay, Annette, pass auf, ich möchte dieses Ziel erreichen oder dorthin. Und dann sagen wir, kein Problem, du kannst alles erreichen, wenn du dabei bleibst mit Mut und Selbstdisziplin und Durchsetzungskraft gegen deinen einzigen Feind, den du hast, nämlich, jawohl. Du selbst bist immer nur dein größter Feind. Wenn du diese drei Dinge beherzigst und da wirklich dran bleibst, dann kannst du alles schaffen, was du willst. Und das sind dann so die Unterschiede von den Leuten, die dann da vielleicht immer so abbiegen, ne? Oder dann plötzlich treffen die Leute im Coaching ganz neue Entscheidungen, wo ich dann sage, du, war dir das jetzt eigentlich klar, dass du jetzt gerade von deinem Weg abgehst, ja? Meistens fällt uns das nicht auf und dann ist es gut, wenn da jemand ist, der auf die Schulter klopft und sagt, wolltest du nicht eigentlich dahin? Also das sind die Trickkisten. Zurück zur Waschmaschinenwelt. Also diese Entscheidung, die ich da gestern getroffen habe, die bringt jetzt so eine große neuartige Energiewelle mit sich, dass es schon echt schon wieder krass ist. Und manchmal braucht meine Seele sozusagen da ein bisschen Pause, weil die dann auch mitkommen muss. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Wir sind ja nicht nur das, was du siehst hier. Wir sind ja viel mehr als das. Wir sind sehr reine Energie. Und wenn wir transformieren, dann braucht das vielleicht auch mal ein bisschen Zeit, ne? Und wir müssten uns ein bisschen Zeit geben, dass unsere Seele auch mitkommen kann. Das habe ich oft noch nicht so bedacht oder früher, als mir das noch nicht so bewusst wurde, bin ich vielleicht auch oft viel zu schnell gegangen, als meine Seele mitkommen konnte. So, jetzt habe ich da wieder was dazu gelernt. Und ich finde es fantastisch, sobald sich du eine Tür schließt, öffnet sich praktisch ja die neue. Und das geht ja dann einfach wie von selbst. Und da ist die Frage, okay, was machst du daraus wieder? Ja, also. Was ich heute wieder erreicht habe, ist wirklich unglaublich. Auch mit dem Thema. Also dieser Befreiungsschlag, den ich da gemacht habe, der war ja einfach nur gigantisch. Ja? Also das und das Leben sozusagen, also hat mich dahin gedrückt, ja, dass
dieser Crash, der da kam, der hat mich dazu gebracht, dass ich diese Entscheidung treffe, weil wäre der Crash nicht gekommen, ich meine, hätte ich das entschieden? Überleg, überleg, nie im Leben. Niemals hätte ich das gemacht. Nein, 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 nein. Nein, ich hätte es nicht gemacht. Ich wäre auf dem gleichen Weg geblieben und hätte mich darauf verlassen, dass das und der das schon regelt und das dann schon geht. Jedoch dieser Befreiungsschlag ist das, was ich eigentlich wollte. Denn ich wollte Kontakt eben mit jemand anders aufnehmen. Und das habe ich jetzt dadurch auch geschafft. Und siehe da, plötzlich ist dieser Mensch auch bereit. Und ja, ich bin gespannt. Also jetzt kommt das in mein Leben und bahnt sich gerade an, was ich schon ja vor 7, 8 Jahren wollte. Ja. Also du siehst, alles hat seine Zeit. Und wäre der Crash nicht gekommen und hätte es mich nicht so niedergehauen, hätte ich nicht dieses Bewusstsein erlangt, wo ich gedacht habe, also das ist jetzt Schluss, ne? Das lasse ich jetzt nicht mehr mit mir machen, es reicht jetzt. Und das sind immer die guten Momente, wo du dann richtig die Grenze setzen kannst. Und plötzlich kommen die Dinge in dein Leben, die du wirklich willst. Das ist wirklich der Running Gag. Also ich finde es immer wieder fantastisch, was da so passiert. Und du musst dich einfach trauen, ja. Auch, dass jetzt da so viele Ideen aufgegangen sind und dass jetzt dieser Blog einfach da ist. Und na gut, also heute hatte ich eigentlich nicht mehr so die Lust, den zu machen, weil ja eben schon so viel geschehen ist. Und das ist dann auch wieder die Disziplin, die du an den Tag legen musst, ja. Weil, ja, und ich bin jetzt müde und mein Essen steht schon da, mein tolles, was ich selber gemacht habe und du hast Hunger und eigentlich bist du auch schon müde und hast keinen Bock und willst dich einfach nur auf die Couch flözen vielleicht. Und dann macht wieder den entscheidenden Unterschied die Entscheidung aus. Ich stelle mich dann hin und sage, okay, ich weiß, dass meine Komfortzone lieber das und das und das und das wollen. Jedoch, ach Mann, nein. Ja, das ist so die Sache, entscheide du und nicht dein Hunger oder deine Faulheit oder sonst irgendwas, weil da irgendeiner entscheidet immer in deinem Leben. Weiß nicht, ob du dir dessen schon bewusst bist. Und dann sage ich, Moment mal, was will ich jetzt eigentlich? Und dann sage ich, nein, natürlich mache ich das jetzt. Also ich gehe über diese Komfortzone drüber und sage, ich mache das jetzt. Und danach fühle ich mich nämlich tausendmal besser noch, wie wenn ich es nämlich nicht gemacht hätte. Ja, ich hätte zwar dann meiner Faulheit nachgegeben, jedoch das Gefühl ist erheblich besser, wenn ich es dann doch durchziehe. Vielleicht kennst du das. Zu dieser Idee noch mit dem, naja, hole ich mir jetzt da so, gebe ich jetzt hier alles auf und löse meine Wohnung auf und weißt du geil was und breche meine Bahnen ab. Das hast du vielleicht schon mitbekommen auch. Da hatte ich ja auch da plötzlich diese Inspiration wieder, wo ich denke, Menschenskinder, so diese Ideen kamen wieder zurück eben durch diese Grenzsetzung auch. Und da habe ich jetzt was Tolles entdeckt, das wollte ich natürlich gleich zum Besten geben. Und zwar gibt es eine, ich habe dann gegoogelt natürlich und geguckt und gemacht. Und dann habe ich eine gute Seite gefunden, weil ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Wohnmobilen. Ich bin zwar schon in vielen gefahren, aber also wenn du dann dich mit dieser Materie selber beschäftigen musst, das ist dann wieder eine völlig gleich andere Nummer. Ja? Und da habe ich mir schon gedacht, ich habe aber eine Seite gefunden, die heißt promobil.de. Also ich persönlich finde die ganz gut. Warum ist die für mich zum Beispiel gut gewesen? Weil der hat eine Sparte da auf seiner Seite und die heißt, welches Wohnmobil passt. Und da wird für mich als Otto-Normalverbraucherin, die gar keine Ahnung hat, erstmal werden die verschiedenen Arten von Wohnmobilen aufgezeigt. Ja, also so ein kleines und dann werden die da immer größer und dann erzählen die halt einfach die Unterschiede. Und das ist für mich total hilfreich. Also ich weiß ja nicht, vielleicht hilft es auch jemand anderem. Also da kann ich mich dann so gut rantasten, habe ich gemerkt. Das wollte ich zum Besten geben. Und also die ganze Seite würde heißen promobil.de/Kaufberatung/Ratgeber-welches-Wohnmobil-passt-Aufbauarten/.
Aber du findest es bestimmt auch so. Genau, das habe ich mir dann eben gleich notiert und da beschäftige ich mich jetzt. Ich bin gut beschäftigt, erstmal mit, okay, so jeden Tag mir auch die Zeit zu nehmen, nochmal schauen, was gibt es denn da Schönes. Dann habe ich natürlich bei Gebrauchten geguckt und neuen und okay. Mit der Technik kenne ich mich nicht hier aus, aber da finde ich bestimmt auch irgendwelche Möglichkeiten. So, in der Welt der Möglichkeiten zu leben, das ist eine sehr gute Geschichte und ich habe gemerkt, viele Menschen, ja, haben nicht diese Öffnung mit Möglichkeiten und die Welt der Möglichkeiten ist unbegrenzt. Du darfst sie einfach nutzen. Genau. Dann nutzen wir mal wieder die Gunst der Stunde und ich fühle mich froh. Heute ist ja auch ein ganz besonderer Tag, wenn du so ein Numerologie-Fan bist. Falls du dich schon mal damit beschäftigt hast, das ist ja super spannend. Ich habe ja auch da Bücher davon und so und habe mir das auch mal schon selber gemacht. Du kannst ja aus deinem Geburtsdatum und ob es der Name aus und weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall kannst du ja dein ganzes Leben berechnen, sozusagen. Das ist super spannend. Und heute ist ja auch ein ganz tolles Datum, eben der 21.01.2021. Yeah! Und für mich ganz persönlich, ich habe heute Geburtstag. Yippie, yippie. Okay, das passiert mir natürlich nur einmal in dieser Inkarnation. Und da kann ich nur eins sagen: Superb, danke, danke, danke. Das ist eine tolle Zahl. Die Kombination der 21 beinhaltet ja die 3 und da ist ja sehr, sehr viel drin mit Dreieinigkeit. Alle guten Dinge sind 3 und so weiter. Die Zahl 3 beinhaltet Geist, Körper und Seele und das sind ja auch die Dinge, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige. Ja, das ist. Dann habe ich ja ganz viele Einsen auch da drin. Ne? Also die 1 sagt ja auch der Anfang, das Neue. Alles, was neu wächst und gedeiht und sozusagen auch so Phönix aus der Asche, der wieder aufsteht. So ungefähr. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Ja, prima. Also, heute ist wirklich auch ein schöner offener Tag gewesen. Und ganz spannend, es war ja heute auch total warm. Ne? Also, als ich da aufgemacht habe, ich dachte, das ist ja wie Frühling. Und das war mein Geburtstag. Und dann noch bei diesem tollen Datum, das kann ja nur genial werden. Die Zukunft ist sowieso genial, wenn wir uns sie nicht selbst vermiesen oder vermiesen lassen. Also ich freue mich und natürlich hat mich auch angetrieben, das kannst du dir vorstellen, dass ich ja heute unbedingt noch dieses Video machen wollte an diesem Datum. Ich hätte mir echt den Arsch gebissen, wenn meine Komfortzone gewonnen hätte. Gut, meine Komfortzone habe ich hinten angestellt, die kommt jetzt dann wieder. Und ich freue mich, dass ich es doch noch gemacht habe. Und sonst mache ich ja immer lieber bei Tageslicht die ganzen Sachen, weil ich das auch schöner finde. Und ich bin auch eher so ein Morgenmensch. Ich kann auch sehr, sehr früh aufstehen. Ich mache auch schon ganz früh Coaching um 5:30. Kein Mensch macht das, glaube ich, aber ich habe auch schon nachts um 12 gemacht, ja. Das sind halt aber dann die ganz intensiven Geschichten, die ich dann sehr intensiv betreue. Jedoch, warum nicht? Ich meine, wenn du mal so ein bisschen nachdenkst und ich denke auch viel darüber nach, was brauchen die Menschen so? Und viele arbeiten Schicht oder dieses oder jenes und können gar nicht nur am Abend oder so, ne? Also da habe ich dann einfach 3 Felder aufgemacht, morgens, nachmittags und abends, dass doch irgendwie viele Menschen dran teilnehmen können und dass sie. Dass es einfach keine Gründe mehr gibt. Also finden wir einfach keine Gründe mehr, wieso irgendwas nicht gehen würde. Das ist auch eine sehr coole Energie und brauchbar. Auf jeden Fall fehlt aber auch sehr, sehr vielen Menschen. Wenn du dich mal umhörst, hörst du immer, ja, ich kann das nicht machen, weil ich habe erstens mal keine Zeit. Natürlich habe ich keine Zeit. Der Mensch hat nie Zeit. Er ist also ein Geißel der Zeit. Ja, auf jeden Fall. Die Zeit hat den Menschen oft im Griff, aber nicht der Mensch seine Zeit. Damit arbeite ich so stark, sehr stark, damit du das zurückgewinnst und bekommst. Dann natürlich, ich habe kein Geld, um irgendwas zu machen.
Ich brauche erst das und das. Und wenn ich dann meinen Freund alles Mögliche getan habe und meinen Freunden dann. Und wenn ich dann die Kinder versorgt habe, dann. Und wenn ich dann später mal dieses und jenes bekommen habe, dann melde ich mich ganz bestimmt. Und ehrlich, in den letzten Jahren habe ich nie jemand erlebt, der zurückkam. Der wirklich sich daran gehalten hat, an das, was er sagt. Weil wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann hätte ich keine Sorgen mehr. Oder dann wäre ich schon längst Millionär. Kannst du dich wieder aussuchen? Ich weiß nicht, ob du die süßen Sprüchlein immer kennst. Da ist ja doch ganz schön was dran. Ja, jetzt habe ich wieder einiges zum Besten gegeben. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass ich es heute geschafft habe. Und freue mich, wenn du dich freust über die Action hier, wie immer auch. Hast du irgendwelche Fragen? Frag einfach oder komm einfach, was du brauchst. Alles gut. Und noch eine wunderschöne Zeit, trotz vielleicht dieser Transformation und immer die gute Seite sehen. Das ist so auch eine Taktik von mir, die ich Gott sei Dank einfach schon immer dabei hatte. Die hat mir immer sehr geholfen im Leben. Immer die andere Seite auch zu sehen, damit die Waage sich einfach ausgleicht, sonst wird das ja ganz schnell total schräg, ne? Und dann zieht es uns ganz schön runter. Aber wir haben das alles in der Hand. Unsere Gedanken sind reine Energie. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Nur mit der Umsetzung. Wie kann ich das dann verändern, ne? Das sind die Sachen, die wir machen. Okay, dann freue ich mich jetzt, dass es euch hoffentlich gut geht und freue mich auf eure Fragen. Ihr könnt auch gerne Fragen drunter posten und ich beantworte dann in einem Video oder so. Kann ich auch machen. Gut, dann see you tomorrow. Bye bye.